Wir Menschen leben in einer Welt, die das Potenzial hat, ein unglaubliches Paradies zu sein. Über 7 Milliarden Menschen bewohnen unseren Planeten. Täglich gehen die Menschen ihrer Arbeit nach, um sich und ihre Familie ernähren zu können. Wenn jeder auf sich schaut, ist allen geholfen, lautet das Motto. Und doch haben wir es zugelassen, dass über 3 Milliarden Menschen von weniger als 2 Dollar täglich überleben müssen. Mexiko gilt in den westlichen Ländern als armes Land, aber 5,6 Milliarden Menschen auf unserer Erde geht es schlechter als den Mexikanern. Unser Planet wird von Kriegen und Umweltkatastrophen heimgesucht. Doch wir schauen einfach nur zu. Wir hängen an dem Glauben, dass, wenn jeder genug arbeitet, es dann allen Menschen gut geht. Wir Menschen werden belogen. In unserem System ist die Summe allen Reichtums gleich groß wie die Summe aller Schulden. Somit kann es nur dann reiche Personen geben, wenn sich andere verschulden. Wenn ein Mensch reich werden will, muss er zwangsläufig anderen etwas wegnehmen. Dieses Schuldgeldsystem wird als gegeben und alternativlos hingenommen. Niemals hinterfragt. Schlimmer noch. Immer wieder wird uns von Medien gesagt, wie gut es uns eigentlich geht. Wir sollen kaufen und noch mehr kaufen. Aber sämtliche Dinge, die wir kaufen, sind im Schnitt mit 40% Zinsen beladen. Wir Menschen müssen diese Zinslast tragen. Mit unserem erarbeiteten Geld. Die Banken schöpfen das Geld aus dem Nichts und halten uns als Lohnsklaven. Viele Menschen gehen einer Arbeit nach, die ihnen nicht gefällt, um Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen, um damit Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Die Finanzelite steuert dieses perfide System. Über die Geldschraube steuern sie die Wirtschaft und die Medien. Über Lobbyisten flüstern sie den Politikern ein, wie einst der Rattenfänger von Hameln. Seit Jahrzehnten wird Politik für die oberen 10% gemacht, welche uns über die Medien als menschenfreundlich verkauft wird. Langsam aber stetig werden wir unseres Geldes und unserer Rechte beraubt. Die reichsten 62 Personen besitzen genauso viel wie die ärmsten 3,6 Milliarden Menschen. Mit Terrorberichten werden wir verunsichert und fühlen uns bedroht, wodurch täglich 24.000 Menschen weltweit den Hungertod erleiden müssen. Dem stehen 33.000 Terrortote pro Jahr gegenüber. Wir sollten für Kriege bezahlen, die nachweislich aufgrund von Lügen geführt werden. Uns wird erzählt, unsere westlichen Werte wie Freiheit und Demokratie würden verbreitet, wo die USA doch nachweislich keine Demokratie, sondern eine Oligarchie ist und durch die staatliche Überwachung doch alles andere als frei ist. Wir hören eine innere Stimme, die sagt, es reicht. So weit und nicht weiter. Wir beginnen zu verstehen, wie dieses kranke System funktioniert. Wir erkennen die Lüge der Sparpolitik. Wir verstehen, dass nach Rückzahlung aller Schulden kein Geld mehr vorhanden ist. Ein Nullsummenspiel. Wir verstehen, dass sich die Bankenelite über die Zinsen am Menschen bereichert. Wir verstehen, wie alles zusammenhängt. Wir verstehen, dass wir erst dann wirklich frei sind, wenn das Schuldgeldsystem zu Fall gebracht wird. Wir haben erkannt, dass alle Parteien, die nicht das Geldsystem ändern wollen, unabhängig ihrer Farben, nur medial geförderte Konstrukte zur weiteren Versklavung sind. Was wir Menschen wirklich brauchen, ist ein neues System. Ein System, in dem die Geldschöpfung öffentlich erfolgt, nicht durch private Banken. Wir brauchen eine Demokratie, in der alle Macht vom Volk ausgeht, nicht vom Geld. Wir brauchen ein System, in dem Menschen, Tiere und die Umwelt an erster Stelle stehen, nicht der Profit. Wir haben es satt, eure Lohnsklaven zu sein. Wir Menschen dürften nach der Veränderung. Die Macht liegt bei dir. Du musst die Veränderung sein. Du musst neue und bessere Wege beschreiten. Informiere dich über das Schuldgeldsystem, um den Diebstahl unserer Freiheit und unseres Geldes zu erkennen. Wir können die Probleme, die durch das Schuldgeldsystem entstehen, nicht innerhalb des Schuldgeldsystems lösen. Teile dieses Video mit den Menschen, die dir am Herzen liegen, denn wir haben es bitter notwendig.